Heute geht es um die Styling-Hacks, die wirklich jeder Mann kennen muss, wenn er schön, ordentlich und perfekt gekleidet sein möchte. Es gibt so kleine, aber feine Helferchen, die wir Männer auf jeden Fall kennen sollten, denn damit haben wir einfach mehrere Pluspunkte, wenn es um das Thema Outfits und Styling geht, und die Kleidung hält teilweise sogar länger und sieht auch noch gleichzeitig besser aus. Ja Leute, hört sich jetzt gut an, starten wir mit Tipp Nummer 1. Der erste Punkt ist tatsächlich auch ein Punkt, und dieser Punkt wird die Männerwelt komplett auf den Kopf stellen, denn dieses Teil hilft wirklich jedem, der einen Anzug trägt, aber auch in der Freizeit, und er heißt Magic Button. Ja Leute, ihr habt richtig gehört, der Name ist Programm Magic Button. Jetzt stell dir folgende Situation vor. Du bist zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen. Du hast einen perfekt sitzenden Anzug, aber deine Krawatte rutscht zur Seite. Oder dein Einstecktuch rutscht die ganze Zeit runter und du drehst komplett durch. Und jetzt kommt der Magic Button ins Spiel. Der Magic Button ist ein von beiden Seiten klebender kleiner Silikonknopf, und diesen kannst du dann einfach an die Krawatte heften und fertig. Gleiches gilt für das Einstecktuch. Magic Button dran gemacht, Einstecktuch sitzt perfekt und alle Probleme sind gelöst. Oder eine andere Situation, und ich bin mir sicher, diese Situation kennt wirklich jeder Mann da draußen in der Freizeit. Und zwar, soll ich den zweiten Knopf noch öffnen oder lieber zumachen? Und genau da kommt der Magic Button ins Spiel als versteckter Knopf. Man kann ihn einfach dorthin bappen, wo man ihn für richtig hält. Oder noch eine andere Situation, zum Beispiel in der Freizeit. Du möchtest deine Ärmel vom T-Shirt hochkrempeln und die Ärmel sollen auf gar keinen Fall runterrutschen, weil du so Pommesarme hast wie ich. Ja, dann kommt der Magic Button auch ins Spiel. Einfach dran heften und die Ärmel rollen nicht wieder runter. Oder eine noch mal andere Situation. Du liebst Poloshirts und der Kragen vom Poloshirt rollt sich immer so doof auf. Kein Problem, der Magic Button löst es. Falls du das ein oder andere Produkt interessant findest, was ich hier in dem heutigen Video vorstelle, schau einfach in die Infobox rein. Ich verlinke euch alle Produkte, die ich euch heute hier in diesem Video vorstelle. Das nächste Produkt kennen wahrscheinlich viele von euch da draußen. Ich nutze es fast tagtäglich, und zwar eine Fusselbürste. Eine Fusselbürste ist wirklich so ein Tool, was ich wirklich fast täglich nutze, gerade dann, wenn ich vor allen Dingen schwarze T-Shirts trage oder Anzüge trage. Dann möchte man einfach, dass keine Fussel auf der Kleidung sind. Ich empfehle euch einfach, so eine Fusselbürste wirklich immer zu nutzen. Die kostet nicht viel, und es gibt auch so kleine Fusselbürsten, die kann man sich zum Beispiel ins Auto legen oder ins Büro legen, wenn man viel unterwegs ist. Oder wenn du zum Beispiel ein Haustier zu Hause hast, was zum Beispiel viel hat, dann ist so eine Fusselbürste das A und O und ein absolutes Must-Have. Leute, wenn wir schon beim Thema Fussel sind, dann machen wir direkt weiter mit Fusseln. Und zwar kommen wir zum Fusselrasierer. Und du denkst jetzt wahrscheinlich, was zur Hölle erzählt der Korten denn da? Was ist denn ein Fusselrasierer? Ich kannte es bis vor ungefähr einem Jahr auch nicht, aber dieses Teil hat wirklich einige Kleidungsstücke von mir gerettet, die ich teilweise gar nicht mehr angezogen habe. Das ist so ein kleiner, feiner Rasierer, den kann man im Drogeriemarkt kaufen, gibt es auf Amazon, kostet nicht viel. Und dieser kleine Fusselrasierer, der schneidet die Fussel einfach ab. Denn es gibt nämlich so manche Kleidungsstücke, die pillen einfach so ein bisschen, und da sind einfach so blöde Fussel drauf. Zum Beispiel bei Rollkragen, Feinstrickpullover oder auch auf Jogginghosen oder Socken. Da sammeln sich dann einfach so kleine Fussel. Und mit diesem Fusselrasierer kannst du diese Fussel einfach schön abrasieren, und danach sieht das Kleidungsstück tatsächlich aus wie neu. Und dann ist es so, dass du Kleidungsstücke, die du eigentlich schon abgeschrieben hast, wieder aussehen wie neu und du die tatsächlich wieder anziehst. Machen wir weiter mit dem nächsten Punkt, und von dem nächsten Punkt hätte ich niemals gedacht, dass ich diese Teile überhaupt mal brauchen werde, aber allerspätestens dann, wenn du dir deine ersten hochwertigen Ledersneaker oder Lederschuhe kaufst, spätestens dann brauchst du diese Teile. Die Rede ist von Schuhspanner. Die Schuhspanner bewahren dich einfach davor, dass zum Beispiel hochwertige Ledersneaker oder hochwertige Lederschuhe einfallen und knitterig werden. Aus dem Grund empfehle ich dir, vor allem bei Lederschuhe, immer einen Schuhspanner reinzupacken, damit du einfach, solange es geht, was von den Schuhen hast, und die Schuhe auch, solange es geht, einfach picobello, ordentlich, sauber und glatt aussehen. Außerdem kosten die Teile auch absolut nicht viel, kannst du dir auf Amazon bestellen, und diese investierten paar Euro, glaubt es mir, das sind wirklich richtig, richtig gut investierte Euros. Den nächsten Punkt vergessen viele Leute immer, aber den sollte man definitiv im Hinterkopf haben. Denn gerade dann, wenn man sich zum Beispiel ein Kleidungsstück kauft, was vielleicht im Sale ist, aber nicht gerade perfekt passt und es einfach dann trotzdem mitnimmt, dann solltest du den Änderungsschneider auf jeden Fall im Kopf haben. Denn der Änderungsschneider kann zum Beispiel so ein Kleidungsstück, was du vielleicht im Sale geschossen hast und was vielleicht nicht perfekt passt, einfach auf deine Bedürfnisse und auf deine Größe anpassen, und dann wird dieses Kleidungsstück nicht zu einer Schrankleiche, sondern dann ziehst du dieses Kleidungsstück auch wirklich an. Und ich meine, das wollen wir ja auch alle. Wir wollen unsere Kleidung tragen, und wenn irgendwas nicht richtig passt, geh einfach zum Änderungsschneider. Und ich kann dir jetzt schon sagen, das Ganze kostet meistens auch nicht viel, und der nächste Änderungsschneider ist wahrscheinlich tatsächlich auch bei dir direkt um die Ecke. Also von daher lohnt es sich auf jeden Fall, für die Kleidungsstücke, die einem nicht genau passen, einfach zum Änderungsschneider zu gehen. Auch zum Beispiel dann, wenn du ein Kleidungsstück hast, was dir zum Beispiel perfekt gepasst hat und du zum Beispiel aufgrund dessen, weil du aktuell mehr Sport machst,
machst, einfach ein paar Kilos abgenommen hast, dann kannst du auch zum Änderungsschneider gehen und einfach das Kleidungsstück wieder perfekt auf deine Bedürfnisse anzupassen. Also Leute, ich habe euch alle Produkte, die ich heute in dem Video gezeigt habe, unten hier in der Infobox verlinkt. Schaut da gerne vorbei, wenn euch das ein oder andere Produkt interessiert. Und ich hoffe, dass ich euch mit dem heutigen Video einfach ein bisschen weiterhelfen konnte. Und falls du da draußen noch den einen oder anderen Hack kennst, den ich in diesem Video nicht erwähnt habe, dann pack den auch einfach mal unten in die Infobox rein. Ich freue mich, wenn die Community sich untereinander unterstützt. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag und viel Spaß mit diesen Styling-Hacks.